Herzlich willkommen zum Abendsohorn Pfingstmontag. Schön, dass Sie da sind und dabei sind alle. Schön, dass Sie auch flexibel sind. Wir haben erst vor einer Viertelstunde vor Beginn umgebaut, waren auf draußen geholt. Danke für Ihre Flexibilität auch. Hilft uns ein bisschen auch, locker zu bleiben und eine andere ungeplante mit einfließen zu lassen. Herzlich willkommen, Wolfgang Felben. Unserem ehemaligen Pfarrer, die treibende Kraft zur Zeit von der Sobergründung. Wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast und freuen uns sehr, dass du da bist. Das Liedgrad hat gesagt, wake me up from my slumber, wecke mich auf aus meinem Schlummer, so was man mit dabei, immer wieder, over and over. Ja, das stimmt, ich schlafe oft. Gemeint ist nicht der Nachtschlaf, es ist auch nicht das Schlummer tagsüber mal gemeint, es ist der geistliche Schlummer gemeint. Da kann ich total aktiv sein, meine Ziele verfolgen, meine Aufgabe hinterher, hier in der Schule, zu Hause, bei der Arbeit und trotzdem schlummern wir geistlich vor uns hin. Das sieht man äußerlich nicht. Und dann geht es weiter mit, hebe meine Augen zu deinen Augen, wo meine Hilfe herkommt. Und das möchte man jetzt tun. Das ist sicher gemeint unter vier Augen im Alltag. Man dürfte das auch in der Gemeinschaft tun. Wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, hast du versprochen, da bist du mitten unter uns. Und dann nehmen wir dich da jetzt beim Wort. Bei beiden Gottes ist in deinem Namen, der uns begegnet als Vater, als Sohn, und als Thank you.
gesagt, oh Gott, du weißt, wie schwer es uns fällt, alles hinlege. Ich ertappe mich in dieser unsicheren Zeit, wie ich mich festhalte an dem, was mir menschlich teuer und kostbar ist, vergebens. Und ich merke nur eins, dass ich mich hart mache. Ich lade ein, wem es auch so geht, dass man jetzt in der Stille unsere Verhärtung sucht und ja, guckt, was uns trennt, was uns bremst von ihm und es Jesus hinhaltet. Jesus, nimm du unsere Herzen, erweiche sie, forme sie. Lege du deinen Geist auf dem Oliver Felm als Worte in den Mund und lass es jedem so im Ohr und in der Seele ankommen, wie er es braucht. Herr, das kannst du nur Worte inspirieren und gleichzeitig in viele Ohren individuell hören und verstehen lassen. Das ist so genial und deshalb gehöre mit dir. Sagt ja zu dir, blicket auf in deine Augen. Ich entscheide mich jetzt, auf dich zu hören, das aufzusaugen, was dran ist. Amen. Ja, Amen. Aber ich sage, die Zeit nehmen wir uns, der Oliver Feldmann, so lange nicht unter uns, dass im kurz zwei, drei Fragen stellen, eigentlich bitte ich nach vorne. Zwei Themenfelder, zwei Fragefelder. Du warst zu den drei Dinge, habe ich vorhin gesagt, einen Zweitgottesdienst, also noch keinen Namen hatte, einfach einen Zweitgottesdienst zu entwickeln. Und das so ist ja während deiner Zeit hier dann schon zu viel mehr eigentlich wurde als nur eine Gottesdienstvariante. Was hat dich damals inspiriert? Gab es da was Besonderes? Was hat dich getrieben? Hast du Visionen gehabt, wie das aussehen wird? Und vielleicht auch ein besonderes Ereignis, das dir da noch in Erinnerung ist aus dieser Zündungszeit. Ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich finde es richtig schön und spannend. Ich habe damals im Studium, hat mich das interessiert, wie ist es mit zwei Gottesdiensten? Man hört ja nicht nur Klassikradio oder Hitradio oder SWR 4 oder SWR 1. Es gibt eine große Palette. Und das hat mich auch für Gottesdienste inspiriert. Ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wenn man auch Gottesdienste in anderer Form hat. Das eine spricht den an, das andere die andere Form wieder den feiert Gott in vielen Formen. Und ich fand es ganz toll, finde es nach wie vor wunderbar, dass so viele mitmachen. Auch von Anfang an bei dem Sogo L15, was heißt der noch so? Das heißt auch anders. L15 immer noch, okay, gut. Dass so viele mitmachen. Und auch jetzt jüngere Leute hier mit der Training Band, ja? Okay, finde ich super, ganz klasse. Und was für mich ein ganz bewegender Moment war, als ich dann hier gegangen bin, habe ich den Stefan Kall gefragt. So, Stefan, eigentlich da? Ah, hi Stefan, sei gegrüßt. Fand ich ganz stark von dir, ich habe dich gefragt, würdest du die Gesamtleitung von dem Sogo L15 übernehmen? Du hast ja gesagt. Finde ich ganz klasse. An der Stelle ganz herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter, dass ihr treu dabei bleibt. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen kräftigen Applaus für euch. Das Thema fällt ins Jetzt hinein. Wie geht es dir heute? Wie sieht dein Leben heute aus? Was ist deine Familie, deine Aufgabe, allgemeine Erfahrung? Aber auch sehr auf den Blick der ersten Frage hin: Was bewegt dich heute? Was treibt dich heute an? Was sind so diese Alltagstreiber? Oder spezielle Projekte, wenn es ein spezielles Projekt gibt. Ja, Familie ist immer spannend, finde ich. Wir haben vier Kinder, zwei sind schon aus dem Haus, in der Ausbildung, zwei sind noch zu Hause.
Und wir haben noch Familienzuwachs bekommen seit Samstag. Genau. Zwei kleine Hund. So groß. Unser Dario. Und was war gestern? Blöderweise, dieser Dario, der klemmt sich die Pfote in der Tür ein. Ein Mordsgeschrei, 9 Wochen alter Welpe. Heute Morgen sind wir dann zum Tierarztnotdienst gegangen, hat eine Spritze gekriegt. Ja, immer wieder aufregende Sachen auch in der Familie. Was mich bewegt schon länger, ist die Frage oder die Bitte an Gott um Erweckung, dass viele Menschen zum Glauben finden. Das können wir nicht machen, weder durch Projekte noch durch Aktionen, sondern das kann nur Gott schenken. Und ich würde mich riesig freuen, wenn viele von uns mitbeten. Ein Missionar wurde mal gefragt, wo es eine Erweckung gab in einem fernen Land. Was hat er denn gemacht, dass es die Erweckung gibt? Was war seine Antwort? Gemacht? Eigentlich gar nichts. Wir haben nur 25 Jahre lang gebetet. Danke, ja, vielen Dank, Oliver. Ja, ich bin gespannt sein, was es sonst noch für Vorstellungen von Zündungen gibt. Tut ihr das? Bevor ich mal darüber rede, lass mal mit uns im Schlafzimmer spannend machen. Der wackelt immer mehr. Muss man das jetzt besprechen? Aber komm. Okay. Ja, das ist schon vielleicht was zu unternehmen heute Abend. Auf was hättest du denn Lust? Wie? Was meinst du? Ja, unsere Kinder sind doch schon groß. Die können auch mal alleine sein. Da könnten wir noch irgendwas machen heute Abend. Unsere Kinder sind groß? Ach ja. Und was hast du denn gedacht? Ja, wir können einfach Musik anmachen, einfach unsere alte Tänze mal wieder tanzen. Oder wir laufen eine Runde und gehen hinterher zu Eis kriegen. Das magst du doch auch. Ja, eigentlich schon. Aber muss das heute sein? Ich will ja eigentlich bloß sitzen und lesen. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Hast du mal Gebäude gekannt oder was? Du saßt doch mal den ganzen Tag in der Büro und jetzt sitzt du hier immer noch wie so ein Sitzsack. Das war halt stressig heute. Ein anderes Mal, mein Schatz, bestimmt. Ich wollte noch ein paar lesen. Willst du auch mal? Kein Appetit. Achso, ich habe nur vergessen, dass ich nicht mal im Päckchen komme. Was ist das? Keine Ahnung. Streichhölzer liegen ja auch schon bereit, dass wir innerlich
auch Feuer und Flamme sind. Nicht nur für den Schlafzimmerschrank zum Aufbauen, sondern auch für Gott, für Gottes Reich. Pfingsten, Fest des Heiligen Geistes. Viele Menschen können mit dem Heiligen Geist nur wenig anfangen. Dabei heißt es schon zu Beginn der Bibel, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wer ist eigentlich Gottes Geist? Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft, sondern die dritte Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Für mich ein schöner Vergleich ist dieser wunderbare Stoff H2O. Einmal in Form von Wasser, im Sommer kann man ins Freibad gehen, drin schwimmen, im Winter, wenn es irgendwo schön gefroren ist, auf Eis laufen und morgens, wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, steigt der heiße Wasserdampf in die Höhe. Drei unterschiedliche Aggregatzustände, ein und derselbe Stoff. So Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen und doch ein und derselbe Gott. Gott ist in sich Gemeinschaft. Jesus sagt ja, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus sagt, Gott ist Geist. Und später hat Paulus aber gesagt, über Jesus Christus, der Herr aber ist der Geist. Drei Einigkeiten. Vor allem in der Apostelgeschichte zeigt sich, dass der Heilige Geist eine Person ist. Da heißt es manchmal, der Geist sprach. Dann kommt eine wörtliche Rede. Oder es heißt, der Geist verwehrte uns, in diese Gegend zu gehen, und der Heilige Geist sagt uns, geht in diese Gegend. Eine unpersönliche Kraft hat weder Willen noch kann sie sprechen. Der Heilige Geist ist Gott selber. Warum eigentlich ausgerechnet drei Personen? Das haben doch eigentlich ein Gott. Drei ist die Zahl der Vollkommenheit. Und jede der Personen Gottes hat einen Schwerpunkt. Gott ist Schöpfer. Er hat dich wunderbar gemacht. Einmalig, ganz genial hat er dich geschaffen und gewollt, so wie du bist. Im Bauch deiner Mutter hat er dich geschaffen. Unverwechselbar. Es gibt keinen zweiten Menschen, der so ist wie du auf dieser Erde. Keinen einzigen. Gott, der Sohn, der Erlöser, am Kreuz für unsere Schuld gestorben, auferstanden für unsere Gerechtigkeit. Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gucken, dann sehen wir schnell, vieles läuft schief in dieser Welt. Da gibt es so viel Ungerechtigkeit, so viel Krieg, so viel Not, so viel Schlimmes. Strafe muss sein, der Bibel heißt, die Strafe liegt auf ihn, auf Jesus Christus, auf das wir Frieden nehmen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er möchte uns erlösen von Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Er möchte uns frei machen. Jesus, der Erlöser. Dann der Heilige Geist, im griechischen Paraklet, Parakletos, das heißt, er übersetzt, der zur Unterstützung herbeigerufen, der Anwalt, der Tröster. Wir brauchen einen starken Unterstützer. Wobei, einmal, Gottes Geist zeigt uns, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Ich kenne Christinnen und Christen, die sagen, ja, ich glaube schon, aber bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ich kenne auch erfahrene Christen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber habe ich wirklich ewiges Leben? Habe ich die Gewissheit, dass ich nach meinem Tod ewig bei Gott bin, habe ich die Gewissheit. Und der Heilige Geist, sagt Luther, ist kein Skeptiker, sondern er schenkt uns die Gewissheit. Der Geist selbst, heißt in der Bibel, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus schreibt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, den wir rufen, aber Vater. Und der Heilige Geist möchte uns noch mehr schenken. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Und wenn der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Freiheit. Gottes Geist möchte uns befreien, beflügeln, begeistern. Und auch in unseren Schwächen möchte er uns helfen. Manchmal fühlen wir uns gar nicht beflügelt. Wir schwach und voller Not, voller Sorge. Der Geist Gottes möchte in unserer Schwachheit neue Kraft schenken. Da heißt es, dabei hilft der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen doch nicht mal, was wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. So ein liebevoller, tatkräftiger Unterstützer brauchen wir immer wieder im Leben. Dass wir Gott um seinen Geist bitten. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Gott um den Heiligen Geist gebeten? Du kannst drinnen. Lieber Gott, schenke mir bitte deinen Heiligen Geist. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Gottes Geist im Herzen. Auch wenn wir es nicht spüren, auch wenn wir es vielleicht nicht fühlen, auch wenn wir manche Schwierigkeiten durchmachen müssen, das muss jeder von uns. Es bleibt keinem erspart. Aber ihn zu bitten, schenk mir deinen Heiligen Geist. Das ist kein Selbstzweck. Nicht so der Kuschel- und Wohlfühlglaube, sondern der Geist Gottes möchte uns beflügeln, dass wir für andere da sind. Wer von euch hat einen Garten mit Obstbäumen drin? Ich melde mich mal. Also wir haben ja nicht nur Südwurst zu wickeln. Okay, es gibt ein paar. Der Obstbaum nimmt ja die Früchte nie für sich selbst. Sie sind immer für andere da. Und so möchte die Frucht des Geistes für andere da sein. Heißt in der Bibel, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Der Heilige Geist möchte das Gute durch uns bewirken, dass unsere Gemeinden aufblühen. Nicht aus eigener Kraft. Dann brennen wir aus. Es gibt auch so viele Christen, die zum Teil ausgebrannt sind. Da schlägt es einem auf den Magen und da geht der Kreislauf irgendwie leidet runter. Wir sollen nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft des Geistes Gottes. Dass wir nicht ausbrennen. Darum ermutigt uns Paulus und sagt, seid brennend im Geist. Also nicht seid brennend in dir, in deiner Kraft, sondern seid brennend im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dazu gehört zunächst mal das Warten können. Die Jünger damals mussten erst mal warten. Jesus hat ihnen gesagt, bleibt mal da, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Weiß ich, wie es Ihnen, wie es euch geht mit den Warten, wenn ich beim Supermarkt bin und sehe, ach, du schöne Schlange, die vor mir ist, dann zähle ich schon die Leute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, denke mir jetzt kein Mensch, mach doch die nächste Kasse bitte auf. Oder beim Arzt, wenn ich eine halbe Stunde schon im Wartezimmer war, denke ich, ach, ich habe doch eigentlich einen Termin. Könnte ich doch dran machen. Manchmal braucht es auch Geduld und Glauben, warten können auf die Kraft des Geistes Gottes. So wie bei Petrus. Petrus war ja relativ wankelmütig, ein feuriger Typ. Er hat auch gesagt, Jesus, mit dir gehe ich ins Gefängnis. Dann hat er dreimal gesagt, wo es hart auf hart kam, ich kenne ihn nicht. Als er dann die Kraft des Geistes Gottes bekam, was hat er dann gemacht? Er stand vor Tausenden von Leuten und hat seine erste Predigt gehalten. Und zwar mutig, hat gesagt, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und daraufhin ließen sich 3000 Menschen taufen. Gottes Geist möchte uns mutig machen, dass wir Jesus Christus bekennen. Wer schon mal versucht hat, im Gespräch mit anderen über Jesus zu reden, aus eigener Kraft heraus, der kann schon dann mutlos werden.
Wir brauchen, um Jesus zu bekennen, Gottes Geist, seinen Mut, seine Kraft. Er gibt uns nicht nur Mut, von Jesus zu reden, sondern er ist zugleich die Kraftquelle der Liebe. Und das finde ich eines der schönsten Seiten am Heiligen Geist. Da ist es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Aus eigener Kraft zu lieben, geht eine Weile gut, dann klappt es nicht mehr. Wir brauchen eine Kraftquelle. Leider können wir sogar den Heiligen Geist dämpfen, so sagt es die Bibel, oder sogar auslöschen. Und uns vieles andere wichtiger. Manche, ich kenne Leute, junge Leute, Konfirmandenalter, die haben mir gesagt, ohne mein Handy kann ich nicht einschlafen. Ich brauche mein Handy. Die kommen nicht mehr ohne das Handy aus. Manches kann auch, nichts gegen Handys, ist ja hilfreich und gut, aber manches kann uns auch so gefangen nehmen, dass es uns weglockt von Gottes Liebe, von Gottes Heiligen Geist. Seid brennend im Geist, sagt Paulus in Römer 12, Vers 11. Und die ersten Christen haben ja dann auch die Liebe gelebt, haben mit Ärmeren geteilt. Diakonie und Mission, Gemeinschaft, Feuer, Dynamik, natürlich auch Egoismus, Lieblosigkeit, Spaltungen, auch bei den ersten Christen. Paulus hat es so ausgedrückt. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich habe uns dazu was dabei. Ihr könnt das auch sehen, hier ist so ein Modell, Hubschrauber habe ich dabei. Für mich ein Vergleich für dieses Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde möchte ich vergleichen mit dem Gesetz der Schwerkraft. Zieht uns nach unten auf den Boden. Das Gesetz des Geistes mit dem Gesetz der Aerodynamik. Denn die Kraft, die Luftkraft, so kann man ja Aerodynamik übersetzen, Luftkraft, mit Hilfe des Motors, zieht dann das Fluggerät nach oben. Die Aerodynamik ist stärker als die Gravitation, als das Gesetz der Schwerkraft. Das Gesetz des Geistes Gottes ist stärker als das Gesetz der Sünde in uns. Und jeder Mensch ist ein Sünder. Wir brauchen immer wieder diese Kraft, die uns nach oben zieht, den Heiligen Geist. Martin Luther hat so ausgedrückt, Simul Justus et Peccator. Zugleich Sünder und gerecht. Also wir brauchen die Gegenkraft zur Sünde. Das ist die Kraft, das Gesetz des Geistes Gottes. Ich würde gerne mal mit dem Hubschrauber fliegen. Ich habe es noch nie, keine Gelegenheit gehabt. Auch so mal mit 300 Sachen, also nicht so mit einem kleinen Modell, sondern mit dem richtigen mal rumzufliegen, das täte mich freuen. Wer aber fliegt, muss ganz einschalten. Halb fliegen, geht nicht. Genauso beim Heiligen Geist. Wir müssen unser Leben ganz Jesus Christus und dem Geist Gottes, dem dreieinigen Gott, anvertrauen. Dann werden wir immer wieder die Kraft erfahren. Und ich sage bewusst immer wieder, fliegen tun wir nicht so oft. Vielleicht ein paar Mal im Leben. Aber den Geist Gottes, den haben wir immer. Jesus sagt, der Geist Gottes bleibt in dir. Das ist die Kraftquelle. Dass wir brennend sind im Geist, das wünsche ich uns. Amen. Wir halten einen kleinen Moment der Stille.
mit denen die da besonders eine Krankheit ist. Ja, Diagnosearbeit hier auch. Wartet, dass es wieder aufwärts geht, der Bernd. Ja, da fühlen wir noch mit und befehlen dir eine. Deine Zusage steht, wer an dich glaubt, bekommt das ewige Leben gemeinsam mit dir. Dort, wo Krankheit, Schmerz, Leid einfach Fremdwörter sind. Gemeinsam bete mir, wie du es deine Jünger gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in das Buch, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich. Ich wollte mich auch nochmal an alle bedanken, die das so schön vorbereitet haben. Wirklich toll und ganz herzlichen Dank. Behüte dich Gott, bleib gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.